Heidi Dai. Guido! Was machst du denn da drin, hä? Ich habe mich nur versteckt, weil es mir draußen zu stürmisch war. Hallo Guido, erinnerst du dich an mich und Ruby? Wir haben uns das letzte Mal gesehen, als du auf Baby Tricia aufgepasst hast. Chomper, der freundliche Schafzahn. Wie könnte ich dich vergessen? Du bist doch immer noch freundlich, oder? Ja. Hast du endlich fliegen gelernt? Ach, das, naja, wenn man durch die Lüfte gleiten will, muss man erstmal vom Boden hochkommen. Das ist ganz schön schwer. Vielleicht die große Windblaserei dir helfen. Mir dir zeig, wie geht das. Das ist mir ein bisschen zu stürmisch. Ach, das ist halb so wild, Guido. Petri kann dir ja helfen. Ach ja? Oh, ja, mir kann. Naja, ich würde wirklich liebend gerne fliegen. Oh, ich hätte in meinem Baumstumpf bleiben sollen. Du kannst das, du guter Gleiter. Nett von dir, das zu sagen, aber... Flügel! Guido, Flügel! Was? Oh, richtig, Flügel! Mit Wind, du fliegst sehr gut. Tatsächlich, sieht ganz so aus, was? Jetzt, du mir folgst. Na, das kann ja heiter werden. Jetzt etwas zu stürmisch. Wir Schluss machen. Gute Idee, obwohl ich noch... Hey, warte! Hast du gesehen, wie ich geflogen bin? Los, Petri, das machen wir gleich nochmal. Ich will noch einmal durch die Lüfte segeln. Oh, komm schon, Petri. Bitte. Nein, jetzt viel zu stürmisch. Wir fliegen morgen. Erst morgen? Aber meine Flügel sind gerade erst warm geworden. Nö, nicht sicher. Ich dachte, der Wind wäre gut. Hast du gesehen? Alles ist bestens. Das macht ja solchen Spaß. Oh nein. Oh, Junge. Was macht er denn da? Warum fliegt Guido so hoch? Hey, Wind, hör auf! Hilfe! Oh, mir muss ihm helfen. Hinke! Oh nein, der Wind weht sie zum schwarzen Felsen. Ins geheimnisvolle Jenseits? Oh nein. Wir müssen den Erwachsenen Bescheid sagen. Mir fix und fertig. Petri, der Wind hat aufgehört. Nicht mehr. Oh, nein, noch auch das.
sie nie wieder fliegen. Doch. Das ist deine Schuld. Oh, was das hier für ein Ort? Ich glaube, wir sind im Schwarzen Felsen. Schwarzer Felsen? Das ist nicht gut. Ich weiß. Hilfst du mir mal hoch? Okay, au, 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 au. Oh, ich bin ganz blöd auf meinem Fuß gelandet. Das ist ganz dunkel. Und mir kann nicht mehr fliegt. Aber wenigstens kannst du noch laufen. Sieh mal, ob du einen Weg hier rausfindest, ja? Oh, na schön, gut. Oh, zu hoch, hier geht nicht raus. Petri! Da hat sich was bewegt. Da drüben. Mir gar nichts gesehen. Ist viel zu dunkel. Und ich habe Angst im Dunkeln. Ich habe Angst vor Höhlen, aber am allermeisten habe ich Angst davor, Angst zu haben. Guido, du noch ängstlicher als mich? Sei nicht ängstlich. Sei doch lieber mutig. Sehr leicht gesagt, sehr schwer getan. Du singst dein Lied, schon geht's voran. Dann singen wir einfach zusammen und sind nicht ängstlich. Im Schwarzen Felsen ist es finster und ich grusel mich. Ganz, ganz doll gruselig. Und vielleicht gar nicht so schlimm, denn wir bald auf einen Weg raus. Das kann doch nicht so schwer sein, nix wie raus. Sei nicht ängstlich. Sei doch lieber mutig. Ich ganz bestimmt die Heimweg find. Wir singen Lied wie kleines Kind. Wir beide wie zwei Helden sind. Und gar nicht ängstlich. Und ganz mutig. Hey, Petri, ich muss dir was gestehen. Ich bin gar nicht mehr so ängstlich, wie ich war. Jetzt bin ich noch ängstlicher. Das ist nur die Schuld von diesem blöden Wind. Ich hoffe, Sie finden Petri und Guido bald. Oh, ich kann gar nicht hinsehen. Was ist das? Wenn es so furchteinflößend ist, sag's mir lieber nicht. Warnen, bevor du was sagst. Licht, da vorn gleich. Ach, eine Höhlensternpflanze. Na, wenigstens musst du nicht verhungern. Oh, Grablinge. Gut für dir. Du fühlst dir besser. Ja, gar nicht schlecht für Höhlenkrabblinge. Petri? Du hungrig. Oh, entschuldigt. Ich glaube, ich habe nicht mehr die besten Manieren. Ich bekomme nämlich nicht sehr oft Besuch. Mein Name ist Swooper. Ich lebe hier schon eine ganze lange Weile. Aber es ist gar nicht so schlimm. Seht ihr? Ich bin nicht allein. Das da ist Cliff. Der schlanke Bursche da drüben ist Slim. Und der gut aussehende Typ in der Ecke ist Ecky. Der hat nicht mehr alle Zacken auf dem Rücken. Warum du leben hier? Naja, weil ich blind bin. Oh.
Mama sieht ganz schön fertig aus. Was stehen wir denn hier rum? Wir müssen irgendetwas unternehmen. Ich hasse es, so hilflos zu sein. Hey, vielleicht können wir Petri und Guido nicht helfen, aber wir können den Helfern helfen. Super, du blind? Guido kommt zurecht. Oh, na ja, ganz einfach. Ich kenne jeden Winkel in dieser Höhle. Mein Gehör- und Geruchssinn sagt mir exakt, was hier vorgeht. Ja, so habe ich auch mitbekommen, dass ihr mir meine Höhlensterne wegfuttert. Bei uns in Großes Tal gibt's jede Menge Futter. Alle gute Freunde, alle glücklich und zufrieden. Das Große Tal? Das klingt wie die Art von Zuhause, von der ich immer geträumt habe. Natürlich bin ich niemals dort gewesen, denn das wäre viel zu riskant für einen blinden alten Flieger wie mich. Ach, mir wünschte, wir könnten dir hinbringen. Aber, mir kann leider nicht mehr fliegen. Guido auch verletzt und ganz blöde Sache. Ach, wir wollen niemals zurück in Großes Tal. Japp, wenn wir da rausgehen, sind wir garantiert eine Mahlzeit für einen Scharfzahn. Naja, vielleicht gibt's doch einen Weg. Wie wär's damit? Du fliegst und Petri und ich reiten auf deinem Rücken. Dann sind wir deine Augen. Ach, ich weiß nicht. Das klingt ganz schön riskant. Vielleicht etwas zu riskant. Ich muss noch ein bisschen nachdenken, bevor ich mich dazu entschließen kann. Also, ich habe darüber nachgedacht. Ich glaube, ich werde euch drei vermissen. Ich fliege zusammen mit meinen neuen Freunden ins Große Tal. Wenn ihr hier jemals rauskommt, dann besucht mich da, alles klar? Frische Luft tut gut. Puh, zu viel frische Luft tut gar nicht gut. Pause in die Richtung. Na dann gehen wir's an. Hopp, hopp, rauf mit euch. Super. Sag mal, wann bist du eigentlich das letzte Mal geflogen? Oh, lass mich mal überlegen. Das ist schon ziemlich lange her. Also vielleicht sollten wir noch mal darüber nachdenken, ob wir... Und ab geht der wilde Flug! Jungs, ich muss mich erst mal daran erinnern, wie das geht. Also, wo lang jetzt? Naja, also schön ein kleines Stück weiter nach links. Warte, nicht so viel. Ja, gut, das ist schon besser. Das ist der schnellste Weg zum Großen Tal. Nein, viel zu windig, Link. Wir fliegen drumrum. Lieber nach rechts. Links. Rechts! Links! Rechts! Links! Rechts! Hört mal her, wenn wir irgendwo ankommen wollen, dann müssen wir zusammenarbeiten. Also schön, Zwuba hat recht. Du bist mehr geflogen, Petri. Sag uns, wo wir lang müssen. Aber Guido helft auch. Fühl mit die Flügel, ob der Wind sich dreht. Das ist einfach. Ja, schon besser. Jetzt geht es wenigstens nur in eine Richtung. Hallo? Oh.
Hier sind ein paar Baumsterne. Wir haben genug für alle Flieger gesammelt. Wir möchten helfen. Ich danke euch vielmals, Kinder. Ich habe nichts mehr gegessen seit... Oh, nicht traurig sein. Petri kommt wieder nach Hause, ganz bestimmt, ganz bestimmt. Ja, das hoffe ich auch. Sie kommen wieder nach Hause. Aber der Wind muss aufhören zu wehen, damit wir die beiden finden können. Hoffentlich ist ihnen nichts passiert. So weit bin ich ja ewig nicht geflogen. Wie wär's mit einer kleinen Zwischenlandung, um Kraft zu tanken? Keine gute Idee. Oh, dann haben wir ein Problem. Ich weiß nicht, wie lange ich noch weiterfliegen kann. Na ja, dann Petri fliegt. Macht leichter es für Swooper. Autsch. Du kannst noch nicht wieder fliegen, Petri. Dann werde ich mal mein Bestes versuchen. Du? Ganz sicher? Wir beide sind zu schwer für Swooper. Das Ganze war meine Idee. Du schaffst das, du ganz guter Gleiter. Du hast recht. Ich krieg das hin. Hey, das ist gar nicht so übel. Ich check die Lage mal von ganz oben. Super! Petri, komm mal hoch zu mir! Der Wind bläst uns geradewegs ins große Tal! Dann kannst du deine Flügel ausruhen! Oh. Die alten Knochen freuen sich über ein Päuschen! Jetzt gleiten wir in 0, nichts ins große Tal! Oh, mir hoffe ganz doll! Es ist wahr. Man hat sie gesehen. Sie kommen wieder zurück. Wir haben es geschafft, Swooper. Wir sind zu Hause. Also ohne dich hätten wir das nie geschafft, Guido. Petri, du bist ja verletzt. Ein bisschen, mir sonst sehr gut. Das hier, Swooper, er fliegte mir nach Hause. Ich danke dir vielmals, Swooper. Das habe ich doch gern gemacht. Aber das Ganze war Guidos Idee. Er hat den Wind entdeckt, der uns hierher getragen hat. Ohne den Wind wäre niemals geschafft nach Hause. Oh, vielen Dank, Guido. Das hast du gut gemacht. Oh. Hört mal alle her. Heißen wir Petri, Guido und ihren neuen, ich meine unseren neuen Freund Swooper ganz herzlich willkommen. Ja! Wir jetzt zu Hause, dank unserem neuen Freund. Und endlich wir sicher, die Reise ist jetzt vorbei. Du, Petri! Na gut, heute ganz viel Wind. Alles sah hoffnungslos aus. Wir dachten, wir nie mehr nach Haus. Wir dich getrefft. Gemeinsam waren wir spitze. Wir mit dem Wind. Der brachte uns zurück. Wir sind zu Hause, dank unserem neuen Freund. Die Gefahr ist vorüber. Das Schicksal hat
hat's gut gemeint. Super ist super, wir singen ihm ein Lied. Das große Tal freut sich und alle hier freuen sich mit. Dein Zuhause. Zuhause. Doch, ich muss sagen, das gefällt mir. Vocera! Was? Du glaubst doch nicht, dass... Die Bauchschleifer Cera haben? Oh, nein, nein, nein. Arme Cera. Hä? Cera! Was ist denn? Cera! Hey, du lebst, Cera! Ich bin ja so froh, dass dir nichts passiert ist. Bauchschneppers nicht Cera geschnappt? Das war knapp. Ich saß in der Falle. Steine lagen mir im Weg, aber dann sind sie plötzlich abgehauen. Du hast die Bauchschleifer in die Flucht geschlagen? Als die Steine runtergefallen sind, haben die Bauchschleifer Angst bekommen. Cera Bauchschleifer Angst gemacht? Du hast uns gerettet. Japp, japp, japp. Naja, eigentlich nicht wirklich. Cera hat sie in die Flucht geschlagen. Und das ganz allein. Hört mal, ich... Also schön gut von mir aus. Cera? Cera hat den Bauchschleifern Angst eingejagt. Jetzt sind sie wieder ins geheimnisvolle Jenseits geflüchtet. Eigentlich hatte ich nur... Cera ganz doll mutig. Wir müssen sehen, wo sie reingekommen sind und das Loch versperren. In der Zwischenzeit seid ihr Kinder zu Hause besser aufgehoben. Na schön. Wenn ihr nicht gewesen wärt, hätten wir von dieser Öffnung nichts erfahren. Danke, Kinder. Cera, ganz großes Held. Hä? Oh, mir allen erzählen, dass Cera großes Held. Nein, warte! Das ist ja auch egal. Alle herhören! Cera ist großes Held! Cera uns gerettet vor Bauchschleifers! Mutige Cera Bauchschleifers in die Flucht geschlagen! Cera ist ganz großes Held! Da ist sie ja! Das Heldenmädchen! Seht mal, Freunde, die Baumsterne! Warum fallen sie plötzlich runter? Cera, die Heldin, lebe hoch. Sie hat die Bauchschleifer verjagt. Sie hat gekämpft ganz unverzagt, mutig und heldenhaft. Die Großen sind davon gerannt, obwohl Cera noch so klein ist. Sie hat ins Jenseits sie verbannt, was keiner ihr vergisst. Cera, Cera, die Heldin, lebe hoch. Die Heldin, lebe hoch. Was sie getan ist wunderbar. Erzählt den anderen, wie es war. Sie ist ein Superstar. Das Dreihornmädchen Cera. Ich wusste schon immer, dass du etwas ganz Besonderes bist, Cera.
Langhals? Weißt du, was meine Tochter gemacht hat? Ja, ich war an diesem Morgen mit ihr zusammen. Sie hat die Bauchschleifer mit links in die Flucht geschlagen. Ja? Ich denke, das wird dich interessieren. Wir haben den Eingang in der Felswand verschlossen. Und von den Bauchschleifern war weit und breit nichts zu sehen. Natürlich nicht. Wenn ein Dreihorn jemanden verjagt, dann lässt er sich nie wieder blicken. Ist doch so, Zera, oder? Naja, das hoffe ich. Eigentlich habe ich nichts Besonderes gemacht. Keine falsche Bescheidenheit. Du bist eine Heldin. Du hast gekämpft, während deine Freunde weggerannt sind. Nur gut, dass sie nach ihrem Vater kommt, was, Langhals? Wer von euch möchte die Geschichte vom mutigen Dreihornmädchen hören? Ja, die Geschichte. Spann uns nicht länger auf die Folter. Komm schon. Na dann erzähl mal, Zera. Naja, wir haben in der Nähe vom Kreis der Felsen rumgetobt und... Hier oben vom Rednerfelsen. Und sprich etwas lauter. Littlefoot und Chompa und ich... Komm gleich zu deinem Teil. Entschuldige, Papsi. Also schön, los geht's. Da stand ich nun allein diesen Bauchschleifern gegenüber und... Sie war in die Enge getrieben, wisst ihr? Richtig. In die Enge getrieben von den Bauchschleifern. Ich stieß gegen die Felsbrocken. Nein, nein. Sie ist viel zu bescheiden. Aber wir wollen hören, wie es wirklich war. Ist doch so, oder? Ja, also los, raus damit. Oh, mir will auch. Das sehr spannende Geschichte. Erzähl uns, wie mutig du warst, Zera. Und wie du die stinkigen Bauchschleifer ins geheimnisvolle Jenseits zurückgejagt hast. Ja, genau. Du hörst, was sie sagen, Zera. Nun erzähl ihnen schon deine Geschichte. Na schön. Ich war also umzingelt. Von den fiesesten Bauchschleifern, die man je gesehen hat. Und sie schnappten nach mir mit ihren riesigen, ungeputzten Zähnen. Sie wollten meinen Freunden wehtun. Gruselig! Oh, nein, nein, nein! Oh, doch. Aber das konnte ich nicht zulassen. Also, Also lockte ich sie in eine Schlucht. Oh. Um meinen genialen Plan in die Tat umzusetzen. Wenn du nicht beleidigt bist, Spikey, dann reite ich heute lieber auf Zera, dem mutigen Dreihornmädchen. Hm. Natürlich nur, wenn du damit einverstanden bist, Zera. Ja, klar. Oh, gute Idee. Du ganz sicher, wenn bei Spielen irgendwas Böses passieren. Was sollte denn beim Spielen passieren? Nichts wird während des Spielens passieren. Außer, dass meine Mannschaft gewinnt. Vielleicht warst du gestern die große Heldin, Zera. Aber heute bist du nur ein ganz normales Dreihornmädchen. Also los, zeig, was du drauf hast. Was ist denn? Wir wollten nur das mutige Dreihornmädchen sehen. Jetzt habt ihr sie gesehen. Erzähl ihnen die Geschichte, wie du die Bauchschleifer in die Flucht geschlagen hast. Oh ja, bitte. Erzähl uns alles. Bitte, Kleines. Ich habe die Geschichte doch schon gestern erzählt. Oh, da war ich unterwegs. Ich war auch nicht da. Ich kenne die Geschichte auch nicht. Das super Geschichte. Und Zera ganz doll tapfer und mutig. Naja, ich war schon irgendwie ganz mutig. Und du hast das große Tal vor den Bauchschleifern gerettet. Das war wirklich unglaublich, nicht wahr? Jeder weiß, dass Bauchschleifer gefährlich sind. Aber ich wusste schon immer, wie man mit ihnen umgeht. Als sie meinen Freunden hinterherjagten, wusste ich, wie ich sie aufhalten kann.
Egal, wo wir hingehen, überall wollen sie ihre Geschichte hören. Sie hat bestimmt nichts dagegen. Über Zera zu sprechen ist eine von Zeras Lieblingsbeschäftigungen. Da hast du recht. Naja, das geht schon klar. Sie hat es ja auch verdient. Und dann befreite ich mich aus der Falle. Ich schubste die großen Steine auf die Bauchschleifer und jagte sie davon. Bauchschleifer auf der einen Seite und Bauchschleifer auf der anderen Seite. Oh! Hallo, Littlefoot. Ruby, ihr wollt wohl auch die Geschichte meiner Tochter Zera hören, was? Nein, die kennen wir doch schon. Im Gegensatz zu meinen Freunden rannte ich nicht weg. Ich wusste, wie ich sie aufhalten kann. Diesen Teil haben wir aber noch nicht gehört. Dann jagte ich den rot gepunkteten Bauchschleifer den ganzen Weg zurück. Aber seine beiden Freunde... Waren das denn drei? Das waren doch nur zwei Bauchschleifer. Naja, vielleicht habt ihr den dritten ja nicht gesehen. Denn immerhin seid ihr ja weggerannt. Oh. Ich glaube, es ist total feige. Ach, wo war ich gerade? Ach ja, zwei neue Bauchschleifer tauchten auf. Und sie waren riesig, so groß wie zwei große Bäume. Von so einem großen Bauchschleifer habe ich noch nie gehört. Shh. Aber von solchen Typen lasse ich mich doch nicht aus meinem Tal verjagen. Sie stapften mit ihren gigantischen Füßen auf. Doch ich versperrte ihnen den Weg und sagte, ihr verschwindet aus meinem Tal! Was? Und sie rannten davon ins geheimnisvolle Jenseits, um nie wieder zurückzukehren. Alle Elfen. Ja, wunderbar. Jeder, der die Geschichte von dem unglaublich mutigen Dreihornmädchen noch einmal hören möchte, kann herkommen, kurz bevor die große helle Scheibe den Himmel verlässt. Immer wenn ich die Geschichte von ihrer Heldentat höre, erfahre ich neue Dinge, die passiert sind. Ja, weil sie immer, wenn sie die Geschichte erzählt, die Geschichte neu erzählt. Oh, mir nicht geweiß, dass Bauchschleifer so groß werden. Hey, vielleicht rieche ich die Bauchschleifer deswegen immer noch, weil sie so groß sind. Hä? Du kannst sie immer noch riechen? Ja, seit dem Tag, als sie sie verjagt hat. Ganz egal, wie groß sie sind, wenn sie im geheimnisvollen Jenseits sind, dürftest du sie nicht mehr riechen können. Es sei denn, sie sind gar nicht zurückgelaufen. Nein, Zera, die Bauchschleifer sind ins geheimnisvolle Jenseits zurückgejagt. Die haben ganz schön rumgestampft. Wenn sie wirklich so viel rumgestampft haben, haben sie doch auch Fußabdrücke hinterlassen. Wir sollten zum Kreis der Felsen gehen und nachsehen. Dann wissen wir, welcher Teil von Zeras Geschichte der Wahrheit entspricht und welcher Teil von Zeras Geschichte nicht der Wahrheit entspricht. Da ist der Kreis der Felsen. Das muss Ort sein, an den Zera Bauchschleifers verjagt hat. Aber ihren Gestank hat sie nicht verjagt. Na und? Das heißt nicht Bauchschleifers hier. Ja. Vielleicht Bauchschleifers doch hier. Das kommt aus der Richtung. Deshalb kann ich sie immer noch riechen. Oh, oh. Aber sie hat sie doch davongejagt. Hast du gesehen, wo sie hingelaufen sind? Ja, der Weg führt nach Hause. Wir müssen die anderen warnen, schnell. Also, Zera gar nicht kein Held? Bestimmt wissen alle im geheimnisvollen Jenseits schon über mich Bescheid. Vielleicht erzählen sie dort auch gerade die Geschichte von dem mutigen Dreihornmädchen, so wie wir. Aber für die ist das eine Gruselgeschichte. Niemand legt sich mit dem unglaublich mutigen Dreihornmädchen an. Vielleicht werde ich mich demnächst mal um Rotklaue kümmern. Die Bauchschleifer, sie sind wieder zurück. Sie sind wieder da. Hier? Völlig unmöglich.
Hast du nicht die Geschichte gehört? Ja, aber die wirkliche Geschichte habe ich gerade selbst gesehen. Und Petri, Littlefoot und Chompa auch. Jawohl. Und ich habe sie mit meiner Nase geschnüffelt. Warum könnt ihr nicht akzeptieren, dass Zera besser ist als ihr? Sie hat sie für immer davongejagt. Punkt. Schluss. Aus. Die Bauchschleifer haben zu viel Angst vor Zera, um zurückzukommen. Ist doch so, Zera, oder? Zera? Seid ihr sicher, dass das Bauchschleifer waren? Vielleicht habt ihr euch ja geirrt. Du hast gesagt, du hast die Riesenbauchschleifer verjagt. Naja, vielleicht waren sie ja gar nicht so riesig. Aber sie sind doch vor dir weggelaufen, nicht wahr? Sie sind weggelaufen, aber ich habe nicht gesehen, wohin. Eigentlich habe ich ja gar nichts Besonderes gemacht. Zufällig sind ein paar Steine runtergefallen und dann sind sie abgehauen. Ich habe sie gar nicht verjagt. Das bedeutet, die Bauchschleifer sind immer noch im großen Tal. Das versuchen wir euch ja die ganze Zeit zu sagen. Dann ist sie kein Held. Sie hat gelogen. Wie gemein. Und wir dachten, sie wäre mutig. So ein Schwindel, sowas tut man doch nicht. Sie hat uns reingelegt mit Lügengeschichten. Nie zuvor hat sich das jemand geleistet. Und jetzt sind wir in Gefahr, das ist wahr. Doch was ist jetzt? Das Dreihornmädchen schützt uns nicht davor. Unser Tal ist wieder in Gefahr. Sie war gemein, hier darf sie nicht sein. Jagt sie davon. Freunde. Bitte beruhigt euch. Wir hätten einfach die Sicherheit unseres großen Tals nicht den Kindern überlassen dürfen. Das ist unsere Aufgabe und jetzt müssen wir diese Bauchschleife aufspüren und sie für immer davonjagen. Du solltest lieber hier bleiben. Ich kann nicht glauben, dass ich gedacht habe, du wärst das unglaublich mutige Dreihornmädchen. Nein, nein, nein! Warum hast du uns Geschichten erzählt, die gar nicht wahr sind? Papsi? Ich bin sehr, sehr von dir enttäuscht. Aber Papsi! Spar dir die Worte. Ich muss darüber nachdenken. Das ist alles die Schuld von diesen Bauchschleifern. Wenn die nicht gekommen wären, jetzt sind mir alle für immer und ewig böse. Sogar mein Papsi. Wenn sie nicht weggelaufen wären, dann hätte ich ihnen bestimmt Angst eingejagt. Mit meinem lauten Brüllen. Zum Beispiel so. Bauchschleifer! Papsi? Lasst meine Tochter zufrieden! Dass ihr wegkommt, verschwindet! Ah!
Ich habe euch doch gesagt, es war ein Dreihorn. Sorgen wir dafür, dass sie nie wieder zurückkehren. Es tut mir leid, Papsi. Na, mir tut es leid. Ich habe dich dazu getrieben, die Geschichte immer mehr auszuschmücken. Trotzdem habe ich geschwindelt. Das hätte ich nicht tun dürfen. Aber es war so ein tolles Gefühl, eine Heldin zu sein. Ach, Zera, du wirst immer mein unglaubliches Dreihornmädchen sein. Danke, Papsi. Und außerdem, niemand nimmt es mit einem Dreihorn auf.